So, heute erzähle ich euch etwas über die Flory-Huggins-Gleichung und diese werde ich anhand einer Frage, mithilfe einer Frage erläutern. Und die Frage lautet: Die Doppeltangente im GX-Diagramm einer Mischung liefert Punkte auf der A. Konode im Phasendiagramm, B. Binodale im Phasendiagramm oder C. Spinodale im Phasendiagramm. Und um diese Frage zu beantworten, muss man sich halt erstmal die Theorie angucken. Ja, was diese Flory-Huggins-Gleichung überhaupt ist. Und zwar beschreibt sie eine Mischung zweier Substanzen auf thermodynamischer Basis. Und so kann man voraussagen, wie sich zwei Substanzen beim Mischen verhalten werden. Das heißt, man muss die Komponenten nicht erstmal zusammenmischen und es beobachten, sondern kann es direkt rechnerisch ermitteln. Und ja, es gibt halt so einen sogenannten Flory-Huggins-Koeffizienten, der mit dem griechischen Buchstaben Chi ausgedrückt wird. Und dieser Koeffizient ist das Maß für die Wechselwirkungen in der Mischung. Das heißt, sind sich die Komponenten der Mischung energetisch sympathisch, verläuft die Mischung also exotherm. Sind sie sich energetisch unsympathisch, verläuft die Reaktion endotherm oder energetisch indifferent, also keine Wärmetönung. Und ja, es ergibt sich dann eine Gleichung aus dem Koeffizienten Chi, dem enthalpischen und entropischen Anteil für die molare freie Enthalpie. Und diese Gleichung ist das Maß für die Instabilität einer Mischung. Das ist die Gleichung. Und ja, G steht für die freie Mischungsenthalpie, R steht für die Gaskonstante, T für die Temperatur und Phi, A und B für die jeweiligen Volumenanteile. So, und wenn jetzt die freie Mischungsenthalpie kleiner 0 ist, verläuft die Reaktion freiwillig, ist sie größer 0, verläuft die Reaktion unfreiwillig und ist sie gleich 0, findet gar keine Reaktion statt. Und die Mischungsenthalpie berechnet man folgendermaßen, also mithilfe dieser Formel. Dabei ist Delta H die Mischungsenthalpie, Delta G die freie Mischungsenthalpie, Delta S die Mischungsentropie. Diese ist immer positiv. Und wenn die Mischungsenthalpie gleich 0 ist, ist die Entropie die treibende Kraft. Also Entropie bedeutet, ist das Maß für das Chaos in einem System. Und ja, die Mischung ist ideal, wenn Chi gleich 0 ist. Das heißt, die Mischung ist dann immer stabiler als die Komponenten in Reinform. Und wenn Chi kleiner 0 ist, ist die Mischung noch stabiler. Wenn Chi aber größer 0 ist, entstehen Mischungslücken, das heißt instabil. So, und hier an diesem Bild erkennt man halt, wenn Chi kleiner 0 ist, dass dass es wohlverträglich ist. Und wenn Chi gleich 0 ist, dass die Mischung immer stabiler als die Komponenten in Reinform ist. Und ja, hier oben sieht man, dass es unverträglich ist. Und wenn Chi größer 0 ist, dass sich halt Mischungslücken bilden. So, und wie lautet denn jetzt nun die Lösung zu der Frage? Also, B ist richtig und die anderen beiden sind falsch. Ja, und warum? Wenn man es genau nimmt, ist halt B nur richtig, aber man kann sich anhand der Kurve die Bereiche herleiten. Und die Doppeltangente kann auch nur existieren, wenn die Kurve teilweise konkav ist. Und ja, die Berührpunkte mit der Tangente mit der Kurve ist die Binodale. Bei den Wendepunkten ist die Mischung instabil, das ist dann die Spinodale. Und zwischen den Wendepunkten und Berührpunkten der Tangente ist dieser metastabile Bereich, also das im Phasendiagramm. Und das Maximum der konkaven Kurve ist der kritische Punkt. So, und hier habe ich noch ein Bild dazu, damit man das besser sieht. Und ja, das ist die Kurve von der Flory-Huggins-Gleichung. Und hier unten ist das Phasendiagramm. Also, hier sieht man dann, dass die Wendepunkte im Phasendiagramm dann der spinodale Ort werden und dass die Schnittpunkte mit der Doppeltangente hier und hier dann der binodale Ort werden hier. Und zwischen dem binodalen Ort und dem spinodalen Ort befindet sich die metastabile Region, einmal hier und hier zu erkennen, und hier die instabile Region. Und der kritische Punkt befindet sich hier.